Es kann nicht sein, dass wir 60 Mitarbeiter abbauen sollen, mit One by 16 sogar 66 Mitarbeiter abbauen. Das ist fast jeder fünfte Mitarbeiter bei unserem Standort. Wir waren aus dem Standort Mülheim mehr als 1.500 Menschen. Und der Grund, warum wir heute hier waren, ist der Kahlschlag, den der Siemens-Vorstand auch am Standort Mülheim vorhat, mit über 952 bedrohten Arbeitsplätzen. In den vergangenen 5 Jahren haben wir schon einen Abbau von über 700 Mitarbeitern am Standort gehabt. Und wir rechnen auch jetzt wieder mit dem Zusammenschluss von Dressaran mit einem weiteren Personalabbau. Die Leute lassen es sich nicht gefallen, das hat man auch heute sehr, sehr eindrucksvoll gesehen, weil wir nicht nur IG Metaller ausgekriegt haben, sondern auch viele, viele andere. Wir hätten nicht mit einer so guten Teilnahme gerechnet und das macht deutlich, das, was das Management davor hat, ist unverantwortlich. Für die Menschen ist es Existenzangst, auch in der Region strahlt das aus. Und für Siemens bin ich der Meinung, ist es geschäftsschädigendes Verhalten, solche erfahrenen Mitarbeiter alternativlos auf die Straße zu setzen. Werner von Siemens hat gesagt, für den augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht. Das ist leider das, was Joe Kaeser im Moment macht. Dass es immer gesagt wurde, ihr müsst euch qualifizieren, wir brauchen Qualität, die wir abliefern, und jetzt sagt man uns auf anderer Stelle, ihr habt das gemacht, ihr seid qualifiziert, wir haben die Arbeitsplätze und nun bauen wir sie ab und bringen sie einfach dahin, wo man mehr Marge machen kann. Es wird immer mehr in die sogenannten Low-Cost-Länder verlagert. Wir sind nicht zu teuer, wir sind gut, wir stehen für Qualität. Ich empfinde Stolz, wenn ich die Beschäftigten von den Siemens-Standorten in NRW sehe, wie ihr euch solidarisch zusammengesetzt habt. Hier geht es um Siemens NRW und ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr heute so zahlreich hier hingekommen seid. Ihr in NRW habt bewiesen, bereits im letzten Jahr, als die Kollegen am Bahnstandort Krefeld im Fokus standen, dass ihr zusammensteht. Und deswegen freut es mich, dass heute alle Standorte aus NRW gemeinsam zeigen, wir kämpfen für die Arbeitsplätze. Und stellvertretend für euch fordere ich Joe Kaeser auf, sich wieder mit euch, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an einen Tisch zu setzen, sich den Herausforderungen zu stellen und Lösungen im Interesse der Belegschaft und des Betriebes zu finden. Der Vorstand vertraut lieber Unternehmensberatern wie McKinsey statt eigenen Führungskräften und Mitarbeitern. Ja, was haben wir denn diesem Vorstand getan, dass er Geld für Fremde zahlt? Egal, welches Programm die Firmenseite auch aufsetzt, am Ende steht Arbeitsplatzabbau, Verlagerung ins Ausland oder Schließung. Und da hören wir nichts von einer Vision oder Zukunftsperspektive für die Mitarbeiter. Und da spielen wir doch einfach nicht mehr mit. Unter kreativem Management stellen wir uns eigentlich etwas anderes vor. Nämlich zum Beispiel Investments in neue Geschäftsfelder und neue Produkte. Wir verlangen, dass auch das Management sich um uns als Jugend kümmert. Und dass wir alle gemeinsam in eine sichere Zukunft blicken können. Das heißt, man muss auch mal gucken, dass man in Zukunft investiert und dass man so eine Aufbruchsstimmung wieder aufkommt. Mit der Solidarität der anderen Standorte in Nordrhein-Westfalen, hier in Deutschland, wenn wir hier als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, als Kolleginnen und Kollegen etwas bewegen wollen, dann heißt es spätestens jetzt Arsch hoch, Zähne auseinander. Wir sind bereit, uns der Verantwortung zu stellen. Was ist mit Ihnen, Herr Kaeser? Wir kämpfen wie die! IG Metall spielt eine sehr große Rolle. Wir sind die, die es schaffen, als allererstes die Solidarität unter allen Standorten hinzukriegen. Und das Beste ist, uns jetzt zu unterstützen. Auch das ist ein Signal, jetzt Mitglied der IG Metall zu werden, dass die Arbeitsplätze hier in NRW bleiben.